Oh, endlich Freizeit. Und was sollen wir machen? Keine Ahnung. Wir könnten doch die Ulmer fragen. Gute Idee. Wo kann man um Ulm herum Action erleben? Zum Beispiel im Kletterpark in Laichingen. Action. Ja, bei mir ist es, wenn ich mache Feierabend, das ist Action für mich. Wenn ich fertig bin und arbeite, ich komme zu Hause, ich mache Essen, das ist Action für mich. Risikosport. Also vom Ulmer Münster springen? Nee, das ist lebensmüde. Bäder in Neu-Ulm und Ulm kann man nutzen. So wirklich Action, weiß ich nicht. Auf den Spielplätzen? Action, geht doch mal in die Ulmer Reithalle. Was macht ihr jetzt gerade so? Also wir haben letzte Woche angefangen, die alten Rampen hier rauszureißen und dann haben wir die eben alle versorgt, verpackt, keine Ahnung, irgendwie. Und jetzt haben wir halt die ganze Woche die neuen Rampen aufgebaut und freuen uns jetzt da, die zu fahren, sag ich mal. Okay, sind hier normalerweise viele? Ja, also die letzten Jahre hat es ein bisschen nachgelassen, da waren dann immer so durchschnittlich 10 Leute in der Halle und das ist auch der Grund, warum wir jetzt die Halle umbauen oder umgebaut haben schon oder im Umbau sind, weil einfach das Publikum sich ja verringert hat und damit es die Leute wieder anspricht, die hauptsächlich BMXer, Skater und Inlinefahrer, haben wir gedacht, hey, jetzt machen wir mal wieder komplett was Neues und bauen die Halle komplett um und ja, ich denke, dass jetzt der Andrang auch wieder ziemlich hoch sein wird. Am 6.7. war das? Genau. 6.7. September machen wir offiziell wieder auf und dann mit großer Veranstaltung mit zum Skateboard-Wettbewerb, im BMX-Wettbewerb. Genau. Also und wenn wir es hinkriegen, gibt es noch eine Aftershow-Party. Jetzt noch, noch eine Frage. Warum hängen da oben Schuhe? Das ist einfach cool. Ja, das hat sich halt so als Tradition so herausgestellt, dass wenn man alte Schuhe hat, alte Skateschuhe, die man nicht mehr braucht, wirft man sie halt da hoch und ist eine gute Dekoration einfach. Ja, sieht schön aus einfach. Genau, ja. Also, schaut doch mal im Mix rein. Mare sitzt am Turmfenster. War sie allein? Ja. Leute, wir sind auf Sendung. Ups. Oh. Wir können ja weiterspielen, wenn wir fahren. Genau. Also, heute geht's zum Federsee-Museum. Ist in der Nähe von Biberach. Ja, aber davor gehen wir noch in den Wackelwald. Der wackelt aber wie? Keine Ahnung. Okay. Weil uns die Lungen dafür. Da steht nur dran, dass es ein Junge war. Ich lese es euch vor. Ja, das ist sehr schwierig. Die Frau, eine Schriftstellerin, hatte ein Jahr zuvor ihr erstes Buch veröffentlicht und stiftete es der Stadt. Hallo, heute betreten wir den Wackelwald und noch wackelt nicht viel. Eigentlich gar nichts. So, und jetzt sind wir endgültig im Wackelwald und testen, ob es ja wirklich wackelt. Und warum liegst du hier? Weil ich die Vibration im Boden spüren will. Die Lilly vom Federsee-Museum wartet schon auf euch. Hallo, ist hier jemand? Ah, hallo. Also, wir würden dich gerne interviewen. Das könnt ihr gerne machen. Also, warum gibt es denn das Federsee-Museum hier? Weil man hier schon seit langer Zeit ganz tolle Funde aus der Stein- und den darauffolgenden Zeiten gefunden hat. Von der Steinzeit bis zu den Kelten. Und was haben Sie denn momentan für Ausstellungen? Wir haben momentan als Sonderausstellung eine Ausstellung zum Thema Fischfang. Okay. Danke für das Interview. Gerne. Und was machst du denn gerade? Ich schneide den Kopf ab von dem Fisch, dass wir ihn braten können. Yeah! Yeah.
Hallo. Geht doch mal in die Bachritterburg Bad Kanzach, gleich im nächsten Dorf. Hallo. Hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin die Magd Bianca. Okay, und wo sind wir hier? Wir sind hier in der Bachritterburg. Das ist eine Rekonstruktion von der hochmittelalterlichen Niederadelsburg. Hier haben Ritter gewohnt, die nicht ganz so reich waren. Und was haben Sie denn hier drin? Das sind Zwiebeln. Das ist eine alte Dreibeingrabe. Die kann keine Flüssigkeit mehr halten. Und deswegen haben wir nur noch trockene Sachen drin. Es geht darum, wer als erstes die Kugel runterstößt. Lass die Spiele beginnen! Jetzt brauchen wir noch ein bisschen mehr Action. Und dazu fahren wir in den Wilden Westen. Ja, dort scheint es richtig cool zu sein. Oh Gott, was war das denn? Das war Kilian. Der bereitet sich, glaube ich, schon drauf vor. Kaum in der Westernstadt angekommen, landen wir schon in einem Duell. Das Interview gibt uns Fred Rai, der Gründer der Westernstadt, höchstpersönlich. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Sie jetzt so ein riesiges Dorf aufgebaut haben? Ich wollte in deinem Alter immer Cowboy sein und war dann drüben auch in Amerika immer im Winter mit dem Wohnmobil. Und meine beiden Hobbys sind Musik und Pferde. Und dann bietet es sich natürlich an, dass man die beiden Hobbys zusammenlegt. Der Beruf kommt ja von Berufung. So bin ich der einzige verrückte Sänger, der immer mit dem Pferd auftritt. Ich werde ja nachher im Saloon auch mit meinem Pferd die schönsten Lieder singen. Und was ist dann näher, wenn man sich einen Jugendtraum erfüllt, dass man sich auch eine eigene Westernstadt baut. Und habe jetzt einen eigenen Reitstil entwickelt, das sogenannte Reihreiten, das mittlerweile europaweit gelehrt wird, ohne Peitsche, ohne Sporen und ohne Trense. Und Pferde sind mein Leben. Wir haben also 40 Pferde habe ich hier. Okay, das sind ganz schön viele. Also was könnten wir denn heute machen? Gute Frage. Vielleicht könnten wir in den Kletterwald gehen? Gute Idee. Ja, ich habe sowieso Lust auf Klettern. Hallo, wer sind Sie? Ich bin die Silvia. Hallo.
Wieso haben Sie gerade einen Waldgarten errichtet und nicht ein Zoo zum Beispiel? Weil mein Mann, der Sportlehrer, und der hat während seinem Studium in einem Klettergarten gearbeitet und es hat ihm so gut gefallen in Stuttgart, dass er gesagt hat, das möchte er einfach auch mal gerne ausprobieren. Was ist das Besondere an diesem Kletterwald oder Waldseilgarten? Also das Besondere ist, dass wir neben dem normalen Kletterwald, also mit den einzelnen Parcours, auch noch einen Teamparcours haben mit ungefähr 10 verschiedenen Elementen, wo man eben nur gemeinsam was machen kann. Als Gruppe oder als Team, wenn man sich anmeldet. 2, 1, los! Auf geht's, volle Pumpe! Jawohl! Nicht die Kamera! Einfach nur, weil man erstmal überlegen muss, wo man... Voll die Action! Na, was habt ihr denn erwartet? Natürlich gibt's noch viel mehr, aber wir wollten euch nur einen kleinen Einblick geben. Also dann, tschüss!